Ich habe einen Vortrag rausgesucht, der wahrscheinlich dann doch interessant ist. Noch Hensbechlitzer Kirchturebuch. Aus Känger gingen wir hier nach Hensberg. Wir sungen schon Karneval war. Dann war der Apotheker Josef Kreuder, so der paar hohe Prinzen waren, und er wob Klömkes ut. Brocken, Klömkes, Tafel Schokolade oft, eine Blumenstruß oder sonst was. Und jeder schnappte dann zu, um jetzt zu kriegen, nicht? Wie Känger so sind. Wir mussten aufpassen, dass wir nicht unter die rote Ware kommen. Der Selfkant-Dom war auch eine Attraktion für uns. Die Kirche oben auf dem Kirchberg. Eins war so ja der Oberpfarrer oder Pops damals da und der sagte uns Känger, wir küssen uns nach der Kirche rein, Jan, und er wollte uns das Graf zeigen von der Heere von Hensberg. Das war für uns sehr interessant, das alles zu sehen. Um Weihnachten, da wurde die Kirche schön geschmückt und ein Kröpf wurde aufgebaut. Ich habe es höchst geworden, wie Bockes so das gut. Und der heilige Josef, der stand guten an der Hutblock und schlug Fünkelhut. Und Maria so hat wie das Kind schon den Kröpf. Und da war noch dann eine Freude, das brauchte er für die Erde. Dahin. Das war alles so interessant für uns Känger, dass wir da sehr interessiert waren. In der Volksschule, da wurde uns erzählt, dass die Kirche in Hensberg auf der Börse das Selbstkantum hieß. Hensberg war ja die größte Stadt. Und dann wurde der Aue-Kreis Hensberg damals benannt. Der Kreis Hensberg, der so auf der Karte aus, als wenn so eine hockende Hase da so hat. Und hänge das Schwänzke, ein Hängisch von der Hase, das war der eigentliche Selfkant. Die Kirche von Hensberg stung also gar nicht in der Selfkant. Nämlich der Selfkant, das kann man ableiten, ich war in der Schule Hurte, Selfkante, das ist ein Lesestück von einem Stück von Stoff, von einem Stück Stoff, die Selfkante. Aber es hat eigentlich eine andere Bedeutung. Es war nach der Saffelbach benannt oder Sorflen, da ist das Wort hier auch drin. Dann in der Nazität kommt noch der Kreis Hensberg, auch der Kreis Jellekirche noch dazu. Und da hieß es in der Nazität Großkreis Jellekirchen-Hensberg. Am 16. September war das ja, wo der große, nee, das habe ich als Soldat dann später erst gehört. Es war der 16. November. Da wurde Hensberg bombardiert. Und die Ältere von ihnen, die wissen noch all, wie das aussah dann war. Ich war damals, als es passierte, in Berlin. Aber ich kann nicht sagen, Berlin, das war kurz und klein geschlagen. Da habe ich gedacht, die der Krieg eingefangen haben, das Haus war der Wubbel nicht mit geregnet, dass da alles kaputt war. Ich weiß noch, ich da mitten in Berlin war, da stand da ein Haus noch, nur die Vorderfront, ganz hoch, und da gingen Trauben rauf. Da bin ich da die Trauben rauf gestiegen und krieg über die Stadt. Alles war kaputt. Erst nachher habe ich festgestellt, dass ganz in der Nähe
der, in der Führerbunker, den Hitler gesehen hat, noch getruht hat und dann hat er sich selber erschossen. Das war so der Hintergrund. Damals ist Hensberg ganz zerstört wurde. Und wie ich nach Hause kam, ich war in die Gefangenschaft geflohen, da bin ich nach Hensberg gekommen. Nee, was sagt das gut? Der Kirchturer einfach der Sturm noch. Und an ihm sie war der ganz eingeschorte. Und das ist 3 Tage vor Weihnachten gewesen, 1945. Da bin ich mit Rad ganz mattes Auge gefahren. Ich wollte irgendwo hinfahren, da will ich noch. Da, ja, wie der Hummelwehr. Ein schwerer Sturm zuerst und dann eine Platzregen. Ich habe das Rad schnell weggesetzt und bin in den Heuhusch gegraben, um mich zu schützen. Und wie der Hummelwehr über war, der Platzregen über war, ich ging auf Hensberg an. Da sah ich doch so, doch durch nicht mehr. Da bin ich dann ins, ne, auf Hensberg, die Orange hergefahren. Und die ganze Stadt war kaputt. Ein Elend, kann ich sagen. Das war ganz schrecklich. Nun war. Dann der 16. Juli war das, 2003. Da stungen 5 Stöcker Touren auf den Oberburgberg. Nämlich Hensberg war weitgehend abgebaut, aber die Kirche war noch nicht fertig. Papst Krüppel, der hat sich viel Mühe gegeben, hat die Leute begeistert, dass die Stadt war abgebaut und auch die Kirche war schon weitgehend abgebaut. Aber nach jetzt war ein Sturm, der für Weihnachten gewesen war, 1945, war der Turm ganz eingestürzt und war dann auf das Kirchschiff gefallen, sodass dann alles kaputt war. Wie die Lü damals, na, das Hummelwerde, wenn der Bute kommen, so, sodass nun die Kirche ganz zerstört war. Aber jetzt. Ich sah, wie der Aufbau jetzt begann 2002. Da standen 5 Stücke von der neuen Tour da auf der Kirchberg. Für Lü kommen zusammen. Und jetzt war ein großer Kran abgebaut. Und die Turmdele, die wurden umgesetzt. Und dann klomm in den Dachdecker, der Rob, ich habe noch abgeschrieben, wer es war, ich kenne ihn selber nicht. Dann die 5 Stücke von der Tour, die wurden abgebaut und oben, dann war eine goldene Kugel, noch eine Hahn, das war das letzte Stück. Und dann ist der Dachdecker da herabgeklommen. Wie so ein Akrobat. Das war. Ich finde es jetzt nicht direkt. Aber ihr erzählt mir, dann kommt der Papst Honigs, dann kommen noch Lyrisch mit 2 Klassen mit Känger. Und der Känger wurde dann gesagt, dass der Tour jetzt etwas höher wird als der frühere behelfsmäßige Tour. Dann sagt man für die Gänger, die Tour wird jetzt bis oben an der Hahn 80 Meter hoch und 32 Zentimeter noch da drüber. Und wenn der Hahn sich hüfelt und kräht, dann wird er noch 2 Zentimeter höher. Sagst du.
Er wollte ja auch wir kicken, nämlich zu dem alten Kreis gerne gehen. Heinsberg, der ist er noch. Erkelenz dabei gekommen. Deshalb musste er Touren ein bisschen Bruder sehen. Die Hand. Dann ist der Dachdecker Ralf Krings, so hieß er, ist an der Türen herabgeklommen und hat auch über der Hahn dann noch was gemacht. Das ist nicht rafflich und dass er sich gut dreht. Und dann war die Lü froh, wie der Dachdecker da herumgekommen war. Auch ein Strater Jung, ich bin auch verstreuter, der Horst Wiehan, der war damals Leiter hier von der Kreissparkasse. Der hat dafür gesorgt, dass auch Mittel dazu zusammenkamen, aber dann besonders die Florax, die Gebrüder Florax und der alte Herr Florax, der Florax-Mann, der ist ja bekannt gewesen. Der Pastor von Heinsberg hat immer gesagt, wenn der nach der Kirche reinkommt, Amen, Amen. Die hohe Hörer obolus beigetragen, sodass dann der Ture gebucht wurde und jetzt dann fertig war. Da kommt der Zimmermann Herbert Rangen, der Stung auf ein gut Gerüst. Und die Verlüber bin ich gekommen. Das war nicht mal Heinsberg, ich komme zum Teil für Witz. Und deshalb habe ich einen Spruch, jetzt zu sagen, der Zimmermannsspruch, wie er so üblich ist, wenn ein guter Bau neu entstanden ist. Aber die wird, die sagt, ich sage nicht platt. Nämlich, das Heinsberger Blatt ist ja nun nicht in der ganzen Welt verbreitet. Es wurde aber so viel von auswärts gekommen, dass er jetzt auf Hurdit sprach. Mit folgenden Worten: Hoch jenen Händen, die des Turmes Bau vollenden, dass er mit goldenem Hahn geschmückt die Augen aller Welt verzückt. Zu des Kirchenpforten Stufen sollen die Glocken stets feierlich uns rufen. Das war das, was ich vortragen werde.